Hello, my friends, and welcome back to Alicia Online. Heute werden wir aber auch natürlich auch die No-Jump-Challenge machen, aber ich möchte euch gerne mal zeigen, welche Pferde ich so ergattern konnte. Auf jeden Fall, wenn ihr also auf Zucht geht, worauf geht ihr da? Geht ihr da aufs Aussehen oder mehr so auf die Werte? Man guckt ja meistens immer auf beidem, aber ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich nur auf lange Mähne gezüchtet, weil ich finde, oder auch wellige in dem Fall. Ja, ich muss sagen, ich hatte extrem Glück. Ich hatte auch einen Schimmel mit schwarzer Mähne, aber es hätte nur 196 Gesamtwerte gehabt und ich glaube nur 117 Kontrolle. Und hier habe ich jetzt einen, der 209 Gesamtwerte bekommt und 120 Kontrolle auf jeden Fall safe noch haben wird. Deswegen habe ich den Schimmel genommen, obwohl mit schwarzer Mähne mein Traumschimmel gewesen ist. Aber das war mir egal. Ich habe das lieber genommen, weil es ist schon geil, muss man sagen. Ich hatte auch noch einen Rapp mit weißer, welliger Mähne und welligen Schweif, aber die Werte waren ebenfalls kacke. Und ja, hab den ebenfalls auch hier durch den hier ertauscht, beziehungsweise ersetzt und werde den auch erstmal behalten, bis ich dann vielleicht mal einen anderen Rappen bekomme. Den werde ich sowieso auch wegspeisen, weil ich ja den hier habe. Ich wollte den gar nicht aufsetzen, aber okay. Ich kann am besten einfach meinen Schimmel weiterleveln. Ja, den stelle ich jetzt, glaube ich, gleich schon mal in die Zucht rein. Und den können wir dann... Ja, den können wir nicht dann leveln. Ich bin eigentlich relativ billig, was das angeht. Soll jetzt nicht böse klingen, aber... Ich nehme... Okay, der... Wow, lol. Der wird jetzt wahrscheinlich auch totgezüchtet. Lol. Mit plus 9 Abstammung. Not bad. Würde ich gern züchten, aber... Ist leider keine lange Mähne, ne? Ich züchte eigentlich ganz gern nur auf lange Mähnen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich lange Mähne echt sexy finde. Guck, das ist mir wieder so ein Vergleich. 40.000 plus 9 Abstammung gegen 10.000. Weil nur wegen diesem scheiß Aussehen, ne? Du hast auf jeden Fall Geld verdient. So, ich werde die auch immer für 10k reinstellen. Bin mal gespannt nach der Aufnahme, wie viel schon welche damit gezüchtet haben. Aber auf jeden Fall ist es schon sehr viel. Hier steht jetzt noch 0 Male. Logisch. Bin mal gespannt. So, dann nehme ich natürlich immer meine... Ja, die Challenge ist die No-Jump-Challenge. Die wird richtig hart Krebs. Werde ich, glaube ich... Die wird echt ekelhaft. Na, ob ich damit gewinne, ich weiß es ja nicht. Oh, Jorina ist sogar online. Ich möchte auf jeden Fall an Jorina Danke sagen, dass sie mir auch bei Karotten auch ausgeholfen hat. Da ist die Kleine. Die kleine Beach. Muss man ja sagen. So. Jetzt muss ich, glaube ich, die Pflege auf jeden Fall noch machen. Mal gucken, ob ich das geschissen kriege. Weil das spackt irgendwie in letzter Zeit so richtig hart rum. Deswegen, wenn das so ein bisschen rumlegt, das liegt nicht nur an dem Video, sondern das habe ich auch in-game. Also bei mir liegt dieses Spiel... Guck mal, wie die Mähne, Alter, rumspackt. Lol. Deswegen warte ich immer eine so eine komplette Runde, damit ich auch safe das kriege, weil wenn ich vorher drücke, irgendwie kackt das manchmal so hart ab. Deswegen muss ich dann immer warten. Ist schon ein bisschen ekelhaft. Ist das bei euch auch so eigentlich? Oder eher nicht? Da kommt immer so ein kurzer Lag, Alter, bei dem Spiel. Aber dennoch macht das Spiel wirklich extrem fun. Vor mit Leuten. Das macht echt Bock. So, ich glaube, ich gehe in Magie Einzel. Warte, Moment. Warum? Ich darf ja nicht jumpen. Ja, dann brauche ich die Aufgaben gar nicht annehmen, lol. Was ist, wenn mein Pferd von selber jumpt? Ja, manchmal gibt es ja diese Abgründe. Ja, dann zählt es ja nicht, ne? Es zählt ja nur, wenn ich dann double jumpe. Oh Gott, das wird echt ekelhaft. Okay, ich hatte gerade wirklich auch wieder einen kurzen Lag. Geil. Wahrscheinlich war ich abgehakt, weil mein PC sich dachte, kurz auszusetzen. Der setzt gerade die ganze Zeit aus. Das finde ich nicht so geil. Ja, ein kritisches Problem wurde festgestellt. Geil. Ja, ich weiß, mein Antivirus-Programm, dass du deine scheiß Virusdatei nicht laden konntest. Chill doch mal. Chill ganz kurz, ja? Lass mich diese 15... Lass mich doch kurz diese 15 Minuten aufnehmen. Bitte. Ich hoffe, das ist jetzt einfach in-game nicht abkackt, ne? Das ist so ekelhaft. Ich muss hier extra immer wirklich extrem lange warten, weil immer diese kurzen Lags werden ja nicht übertragen auf In-Game-Dingsbums. Das ist so nervig. Daran muss ich mich gewöhnen. Dezent gewöhnen.
Wirklich gewöhnen muss ich mich da. Weil sonst bin ich ja bei der Capture, wenn ich es mal tun oder so wegen des Aufnehmen, ja gewohnt, dass es immer durchgängig aufnimmt. Aber bei dem Programm, da muss ich echt warten, dass es hier nicht abkackt. Weil das Programm habe ich auch damals gekauft, wo ich eigentlich jahrelang vorher mit aufgenommen habe, bevor ich OBS gefunden hatte. Aber ich werde es immer noch weiter nutzen, weil es ist ja nicht schlecht. Ist sogar nicht besser für mich, lol. Ach ja, ich darf hier nicht jumpen. Oh, ups. Das kommt davon, wenn man labbelt. Jetzt schon richtig hart verkackt. Supi. Aber porten darf ich mich ja noch. Ich darf ja nur nicht springen. Das ist richtig ekelhaft. Das ist ja dezent ekelhaft. Geh weg mit deiner Scheiße. Hier springt das Fett sowieso automatisch. Ah, das ist so eklig. Hat die da irgendwie Schild oder... Ja, okay, dann porte ich halt. Was willst du eigentlich? Ja, pff. Hier kannst du haben den Müll. Ich darf nicht jumpen. Ja, nee. Nee. Dass ich genau reingeportet bin oder was? Ich krieg auch immer dann diesen Müll. Das ist echt verwirrend, wenn ich nicht jumpen darf, weil ich habe da so eine... Ich habe da halt die Taste drauf, mein Finger. Und es ist... Ja, ich habe am Anfang halt so viel gelabbelt mal wieder, ne? Ich habe wieder am Anfang zu viel gelabbelt. Hat jemand Eis, dass ich da durchlaufen kann bei meinem Schild? Weil ich will wieder ein neues Item. Ich würde ganz gerne ein neues Item haben. Ich habe Angst. Weil die kleine Bitch da hinten, die hat wahrscheinlich was und knallt mich natürlich ab. Man kennt's. Kleine Butsch. Kleine Butsch, Butsch. Ja, ihr... Alter, wie die wieder eine rumlägt. What the fuck? Also hier wird man auch von Lags nicht verschont, ne? Da so. Das gibt's gefühlt in jedem Spiel. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. So, kann ich jetzt bitte gewinnen? Das wäre toll. Wenn ich das gewinne, Alter, mit einer No-Jump-Challenge, das wäre echt sexy. Naja, das habe ich für diese Runde echt dezent verkackt. Ha! Ich habe ihr Schild kaputt gemacht. Ja, aber ich roll jetzt. Weil, natürlich, wenn ich diesen dunklen Scheiße habe... Kommt natürlich ein Schuss, ne? Man kennt's. Man kennt's doch. Warte mal, vielleicht kann ich jetzt mit Boosty campen gleich. Wenn die eine dann nicht so rumlenken würde wie so eine Bitch. ETF. Geht bitte alle weg. Ihr stinkt alle fett. Nein! Mein Fett ist von Jets gejumpt. Also das Jumper abgründen immer selbst. Ja, hier die Sully kannst du dir sonst wohin stecken. Immerhin, ich wurde Zweite. Obwohl ich am Anfang das ein bisschen verkackt habe, weil ich mal wieder so viel geredet habe. Es tut mir leid. Aber jetzt sollte ich das wohl verstanden haben. Wie gesagt, bei Absprüngen tut das Pferd immer von selber jumpen. Wenn ihr das Spiel spielt, dann wisst ihr das. Weil es läuft nicht einfach so im Abgrund rein, ne? Also ein bisschen Intelligenz hat das Pferd schon. Aber auch generell haben Pferde Intelligenz. Auch in Real Life. Die sind nicht dumm. Generell sind Tiere nicht dumm. Chantal. Sollte man bedenken, dass Tiere nicht dumm sind. Oh, hier haben wir sogar direkt einen Anfänger, sehe ich gerade. Und zwar Mi mit Alicia. Das sind so, wenn man sich nicht registriert hat, dann heißen die Leute so. Wollte ich nur mal sagen, komm, wir spielen mal zu viert, wenn ich schon Owner bin. Und es ist dieselbe Map. Was, random? Ich weiß gar nicht, ob es random waren. Ich hatte gerade hier noch welche Kopfhörer auf. Erstmal weg damit. Ups. Weil ich davor nämlich Splatoon aufgenommen hatte. Ups. Ja, ich habe jetzt auch mal, weil ich ein bisschen Zeit hatte. Nee, kann ich jetzt ein paar mehr Videos aufnehmen. Immerhin. Nicht jumpen. Oh, das ist so nervig, wenn ich nicht jumpen darf. Das ist so ekelhaft. Aber vielleicht krieg ich es ja diesmal geschissen. Ich denke, okay, jedes Mal, ich darf nicht sliden dann, aber doch darf ich. Jetzt wäre geil gewesen, Anzeige für dich beim Sliden als Bonus. So, hier. Du kannst mal sterben gehen. Tut mir ein bisschen leid für dich, aber geh einfach sterben. Hast du verdient. Oh, die tut mir da auch leid. Die eigentlich nicht. Komm, hier Schild willst du nehmen? Komm. Oh, die leider weggenommen. Bist du mal leid. Hier, ne?
Ich habe, glaube ich, eine Chance, Erste zu werden, aber das habe ich mir nicht als Ziel gesetzt. Ich will eigentlich nur ins Ziel kommen, wenn ich nicht jump, aber das sollte eigentlich möglich sein, so gut wie möglich. Nein, der Schuss, natürlich. Du hart, Alter. Hier. Liebst du ja, du liebst Eis, ne? Wenn du sagen willst, dass du Eis willst, dann kann ich das auch gerne früher setzen. Du musst mich dafür nicht abknallen. Das finde ich aber nicht freundlich. Das finde ich nicht freundlich. Oh, das Schuss beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal ist der Schüsli. Auch nicht wird sie abgeknallt, aber... Die anderen... Ich muss auch ein bisschen hoffen, dass die anderen mal so ein bisschen... Die wegknallen. Die gehen gefühlt alle auf mich. Die gehen alle auf mich. Ich will das nicht. Ich habe Angst. Ich bin noch ein ganz normaler Spieler und will gewinnen. Mehr nicht. Ach Leute, das Spiel ist funny. Spielt es auf jeden Fall mit einem Freund. Wenn ihr besser seid als euer Freund, beziehungsweise wenn ihr es vorher gespielt habt und ihr wollt euren Freund überreden und er kann noch nichts am Anfang, ihr könnt ihn so hart wegmachen, wegbumsen. Das ist schon witzig. Ich habe das Gefühl, dass am Ende gleich dieses dunkle Scheiße kommt. Und dann Blitz. Also dunkle Scheiße ist schon mal da. Kommt vielleicht noch ein Blitz, maybe. Wie ich dich abwehren kann, weil es dann kritisch ist. Geil. Natürlich hast du eine Feder, ne? Natürlich, natürlich. Immer diese Bobs, die mit Federn kommen müssen. Man kennt sie. Dann gewinnen sie lame. Das ist typisch, wie bei Mario Kart. Dann haben sie einen Kugel wieder und gewinnen lame. Das ist halt echt so. Okay, die nimmt nicht das Item. Das ist schon dezent dumm. Okay, die kriegt mich da auch nicht mehr. Komm, da kannst du ein bisschen rollen. Rolli, 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 D-D-D-D-D-B. Ohne Jumpen. Gefunden. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Es macht echt Spaß. Bitte schreibt gerne noch mehr Challenges rein. Das ist echt lustig. Vielleicht, dass ich mein Team abknallen muss oder so, wenn ich im Magie-Team bin. Das ist echt funny. Echt funny. Wirklich funny. Eine Runde machen wir noch. One round. Please, nimm an. Du Fu. So, für die letzte Runde ist das gar nicht mal so schlecht, weil das hier ist etwas eine längere Map, die ungefähr fast 3 Minuten, glaube ich, geht. Keine Ahnung. Die Matches gehen so zwischen 2 Minuten 30 und 3 Minuten 10. Weil in Stadt darf ich eigentlich auch nicht machen, ne? Weil es ja auch zu Jumpen eigentlich gehört. Ah, vielleicht gewinne ich ja nochmal. Das wäre echt cool. Naja, mein Ziel habe ich schon erreicht. Easy. Das erste Match habe ich ja eh. Hier kannst du haben den Müll. Hier, nimm mir mal ab, da, den Bitch. Jetzt bin ich gejumpt. Ich pop. Oh, sie hat beides abgewehrt, VCF. Sie hat einfach beides abgewehrt. Das finde ich jetzt aber nicht freundlich. Finde ich dezent nicht geil. Finde ich jetzt nicht so geil. Und bei mir gab es jetzt eine Klingel. Keine Ahnung, wer das war. Interessiert mich auch nicht. Bin ich da. Immer diese scheiß Klingel. Immer wollen die Leute was. Das ist so behindert, dass ich da... Das Pferd jumpt ja davon selber bei solchen Abgründen. Junge, halt die Fresse, Schatzklingel. Halt einfach deine Fresse. Über diese penetranten Leute, die nicht wissen, wann es heißt, aufzuhören oder wegzugehen. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Meine Mutti ist eigentlich auch da, glaube ich. Wäre es lustig, wenn meine Mutti sich ausgeschlossen hätte und ihr Schlüssel nicht mitgenommen hätte. Oh, sorry. Weil leider, aber dann würde sie, glaube ich, Sturm klingeln. Wäre mir aber trotzdem egal. Dezent egal. Lol. Ihr. Geh mal ein bisschen rollen. Das wird toll. So. Jetzt kann ich bitte hier chillen, bitte. Das wäre ganz nett. Aber komm, diese Runde hat mir noch keinen Blitz. So. Ja. Das ist mein Karma. So hat der Karma. Weil ich habe nicht. Ich habe eigentlich diese. Wie heißt die? Irgendwas mit. Jatze? Latze oder keine Ahnung. Die habe ich eigentlich abgeknallt. Nicht diese Angel Horster. Das finde ich aber jetzt nicht freundlich. Weißt du? Die bestresst mit mir. Wenn ich würde ich normal spielen, ich würde die so hart wegbumsen. Ich würde die ganze Zeit hinten kämpfen. Jetzt mal mit Schuss in die zum Rollen bringen. Aber nein, das mache ich mal nicht. Heute bin ich freundlich. Junge, geh mir weg vom Pilz.
Gott. Geh mir weg. Hilfe. Ich sehe nichts. Das Schlimme ist, dass man ja nichts sieht. Das ist ja noch okay. Aber dass das Pferd dann halt so richtig hässlich steuern lässt, das fuckt mich ab. Das ist das, was mich abfuckt. Was ist denn da für ein Item drin? Ja, okay, will ich nicht. Ich brauche keinen Dragoni. Ein Dragon. Der bringt mich nur um. So, ich habe jetzt endlich mal Schild. Das ist krass. Das ist schon krass. Gewinne ich das hier nochmal? Das wäre echt dezent sexy. Wenn ich das nochmal gewinne, obwohl ich am Anfang mal wieder richtig hart abgekackt habe, weil ich da gesprungen bin. Weil ich ein Bob bin. Ein richtig harter Bob. Fisch. Blitz! Am Arsch! Hier! Hier! Seht ihr das? Ihr habt Schild. Es war so klar, dass ihr am Ende noch so wieder Blitz kommt. Ich habe mir schon den Betrug wieder gesehen. Und zum Glück wurde ich nicht bestraft, sondern ich hatte Glück. Danke, Spiel. Einmal im Leben habe ich immer Glück. So, kann ich aus der Runde hier direkt rausgehen? Ja, automatisch. Vor allem extra noch gesagt, heute hatten wir noch keinen Blitz und dann kommt er noch schön am Ende. Ah, das ist schön. Das ist wirklich schön. So. Was war das denn gerade für ein Bug? War das gerade ein Bug? Richtig. So, eigentlich konnte ich den eigentlich auch mit reinstellen. Kein Bock mehr, den zu leveln. Also, mal gucken. Ich glaube, ich lasse die sogar mindestens einen Tag drin. Mal gucken, ob das schon welche mit gezüchtet haben mit dem Darky. Dreimal schon, morgens. Immerhin. Das wird auf jeden Fall noch ein bisschen gezüchtet, glaube ich. Deswegen lasse ich die schön drin. Hier, guck mal, für 40.000. Dann kommt hier einer mit... Oh, hier ist wieder einer 10.000er drin. Das will mich doch verarschen. Aber der levelt auf Tempo. Und dann hier wieder 40. Ja, okay. Wegen dem Aussehen natürlich, aber es ist so krank. Wie die da immer so viel Geld für verlangen, das ist doch krank. Würdet ihr damit züchten? Also ich ja gar nicht, ne? So null. Null würde ich damit züchten, null. Naja. Das war's für diese Lische Online-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, falls ihr mehrere irgendwelche Ideen habt oder Challenges oder irgendwas, was ich bemeistern soll, meistern soll, dann könnt ihr mir gerne auch ebenfalls schreiben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder für die Lische Online. Bis bald!